Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Erben der Erde, die große Suche. Wir befinden uns momentan im Schlafgemach des Prinzen und versuchen ihm hier diesen Schlüssel aus seinen Pfoten zu entreißen. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht auf die quietschenden Bretter treten. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin damals, also vor irgendwie gut einer Woche, bis hierher gekommen und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. So weit, so gut. Das müsste doch eigentlich schon reichen. Nimm Schlüssel. Sehr gut, jetzt hat er sich entspannt. Nun können wir hier nämlich einfach wieder weg. Ja, die Truhe ist natürlich noch interessant, aber ich weiß schon, dass da nichts drin ist, deswegen versuchen wir es gar nicht erst. Und moven einfach wieder zurück. Dafür müssten wir hier lang, dann ganz nach hinten. So, oh. Werft ihn ins Labyrinth. Ja, das haben wir ja schon hinter uns, ne? Das machen wir nicht nochmal. So, raus hier. So, okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder den Weg zurück zu unseren Gefährten. Wir waren ja schon mal ein bisschen so weit, dass ich diese Pokerspieler gefunden hatte, ne? Und hier müssen wir jetzt wieder lang. Also mal schauen, ob wir das wieder hinkriegen. Wir müssen nach links und dann weiß ich es auch schon nicht mehr. Na gut, das ist noch einfach rechts. Nochmal rechts. Na gut, hier kann man nur gerade durchlaufen. Los, Riff, etwas schneller. Boah, weiter geradeaus. Gut, das ist einfach. Dann nochmal links. Und nochmal links. Gerade durch. Okay. Ja. Mach mal. Jetzt sind wir wieder im Thronsaal. Jetzt weiß ich nicht. Ah, Moment, doch. Wir sind damals ja auf der anderen Seite rumgeirrt, weil ich im Thronsaal wieder durch die gleiche Tür gegangen bin, wo ich damals reingekommen bin. Also müssen wir tatsächlich links durch die Tür. Oh, links. Mal gucken. Na komm, geh. Rechts. Oh. Gehen wir mal gerade durch, ne? Immer weiter hinaus, das wird uns schon irgendwann rausführen. Noch einmal. Okay. Oh, ist das nicht süß, wie so eine Öhrchen wackeln? Aber gehen wir mal. Gehen wir mal rechts. Oh, nein, mal. Oder? Ne, das gefällt mir nicht. Ich will nochmal zurück. Du sollst zu vorheriger Gang gehen. Scheiße, funktioniert nicht. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Gehen wir mal gerade durch. Okay, jetzt führt's im Kreis. Jetzt sind wir im Arsch. Jetzt habe ich die Spur wieder verloren. Okay. Rechts. Links. Jetzt weiß ich es wieder nicht. Gehen wir nochmal rechts. Ah, scheiße, jetzt sind wir wieder hier. So ein Mist! Okay. Okay, okay, okay. Wir gehen wieder durch die linke Tür. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wie ging es gerade eben weiter? Oh. Wir gehen einfach mal gerade durch. Ich weiß es nicht mehr so genau. Könnt ihr euch noch erinnern? Oder sind wir links gegangen? Ich gehe mal links. Ich glaube, wir sind links gegangen. Nee. Sind wir da? Ja doch, dann müssen wir ja rechts. Hier war, glaube ich, Ende des Ganges. Dann müssen wir nochmal Ende des Ganges. So, jetzt sind wir gleich wieder, glaube ich, an dieser Kreuzung, wo seine Öhrchen gewackelt haben, genau. Und diesmal gehen wir nach rechts, wie ich es auch gesagt habe. Nicht rechts sagen, links gehen. Genau, dann haben wir hier nämlich diesen Teppich, linker Gang, und dann müssen wir im Pokerraum sein. Ach, wunderbar. Wir wollten das Spiel mit gleichem Garten wiederholen. Das war ein unterhaltsames Blatt. In Ordnung. Gib mir ein paar deiner Chips, damit ich setzen kann. Kann mal einer noch eine Flasche Wein öffnen? Ja, natürlich, ne? Die pokerspielenden Hunde, das muss ja so sein. Hier werden wir einfach uns mal... Hey, ich sehe einen Fuchs. Nicht schon wieder der alte Trick? Du schielst nicht in meine Karten. Ich sehe einen Fuchs. Ja, ja, laber du nur, ne? So, okay, hier müssen wir links. Hier müssen wir auch links. Hier müssen wir rechts. Dann gehen wir gerade weiter durch.
Okay, keine Ahnung. Jetzt geht's schon wieder los. Wir sind wieder rechts. Was soll's? Na los. Links. Jetzt sind wir so viel rechts gegangen. Gehen wir mal links. Ah, wunderbar. Du bist zurückgekommen. Ich wusste, du würdest das tun. Man tut, was man kann, Freunde. Ich habe euch doch gesagt, ich mache das. Jetzt öffnen wir mal, benutzen wir mal den Schlüssel mit der Zellentür. Auf geht's. Komm, Freunde, wir müssen hier raus. Wo geht's denn raus jetzt hier? Da hinten wahrscheinlich wieder, ne? So, Leute, dann geht's diesmal geradeaus weiter. Wir sind wieder endlich mit unseren Freunden vereint. Links, wenn wir draußen sind, quatschen wir erstmal mit denen. Normo links. Oh, jetzt müssen wir ja rechts. Na komm. Normo rechts. Strip Poker? Bist du verrückt? Wir verlieren doch andauernd. Wir hätten in 0,0 nur noch unser Halsband um. Ja, wie süß. Ich vermisse die Menschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich vermisse meine Leine. Ich vermisse wirklich meine Leine. Das ist der Liebe wieder. Ich hab meine Gefangenen wirklich lieb. Die sind echt nett. Hey, ich sehe einen Fuchs, einen Elch und einen Keiler. Ah ja, ich zieh mit. ah ja, klar. Okay, links, glaube ich. Dann einmal durch. Ich glaube dann, oh. Müssen wir mal gucken. Jetzt war, glaube ich, links. Nochmal links. Jetzt müssen wir rechts. Sieht gut aus. Und dann, glaube ich, einfach raus. Wir sind raus da. So, Leute, nichts wie weg hier, bevor die uns nochmal einfangen. Wir schnacken später. Wobei, wir könnten jetzt mal mit denen schnacken, ne? Ich schnack erstmal mit Ock. Lasst uns diesen Ort in Zukunft vermeiden. Ja, schön war es hier wirklich nicht, ne? Ja, was erzählst du? Du konntest doch bereits diese Gegend erforschen. Wo gehen wir nun hin? Ja, das zeige ich euch jetzt, ne? Kommt mal mit weg hier. Erstmal weg. So, wir müssen jetzt erneut zurück in die Mine. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Normalerweise findet man das jetzt erst später raus, aber da ich ja schon weiß, was jetzt gleich passiert und das sinnig ist, in die Mine zu gehen, spare ich uns einmal zurücklatschen und deswegen gehe ich jetzt gleich zu der Mine. Denn wir sind ja jetzt wieder vereint und besitzen daher mehr Manneskraft und so kann man da auch ein bisschen mehr erreichen. Müssen wir mal gucken. Ich bin ja wieder blöd und weiß nicht so genau, wo die ist, aber ich glaube, die ist da hinten in der Ecke. Das sieht gut aus. Gehen wir mal in die Mine. So, und zwar gibt es in dieser Mine ja diese riesigen großen Kristalle. Die haben wir vorher so nicht abbekommen. Jetzt gibt es hier, das ist auch ein bisschen fies, ne? Wenn ihr mal guckt, ihr seht hier, gehe zu phosphoreszierende gelbe Kristalle. Was ein schweres Wort am Morgen. Phosphoreszierende orangene Kristalle. Und dann haben wir hier diese unheimlichen grünen Kristalle. Und da muss man genau aufpassen, da gibt es nämlich auch geht zu Stückfelskristall. Also ein Stückfelskristall und dann gibt es den unheimlich grünen. Wenn wir versuchen, den unheimlich grünen zu nehmen, passiert folgendes. Der größere Teil des Kristalls sitzt zu fest, als dass ich ihn abbrechen könnte. Genau. Wenn wir aber versuchen, das Stückkristall, wo kein Mensch drauf zeigt, ja, nimm Stückfelskristall, dann passiert da was. Oh, süß, Fuchs. Ja, wir sind halt nicht die kräftigsten, ne? Diese Dinger sitzen ganz schön fest. Du sollst ja auch klein, flink, gewandt und gewieft sein und nicht stark, ne? Versuchen wir es nochmal. Lass mich mal probieren. Oha, der Mann aus dem Wald will uns zeigen, wie es geht. Ich bin gespannt. Zu groß. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Ja, ich versuch's einfach nochmal. Na komm. Meine Herren, erlaubt mir, dass ich einen Vorschlag mache. Ja. Ja, Ock, leg los. Du, Fuchs, bist ein guter Rätsellöser und hast einen gescheiten Verstand. Richtig. Gute Eigenschaften, ganz sicher. Und du, Elch, bist ein guter Bogenschütze und stolzer Krieger. Dies sind ebenfalls beneidenswerte Talente, wenn es jedoch um brutale Stärke und pure Kraft geht. Da seid ihr Eber dran, ne? Sagt einfach nur Ock. Okay, Ock, machen wir. Schauen wir uns das Ding mal an. Was für ein schöner Felskristall. Ich bin mir sicher, dass der jemandem etwas wert ist. Davon gehe ich auch aus. So, jetzt haben wir diesen Felskristall. Können eigentlich mal wieder zwischenspeichern, aber nur das lübt ja, ne? Ne, ich speichere mal zwischen. Komm. Neuer Spielstand sichern 12.1.
einfach nur aus Sicherheitsgründen. Also ich habe es geschafft, das Spiel zum Abstürzen zu bringen, wenn man einige Items in seinem Inventar mit der rechten Maustaste anklickt, anstatt Schaue an zu drücken und dann drauf, stürzt das Spiel ab. Musste ich aber auch erstmal rausfinden, was das genau ist, ne? Also, weil es ist halt abgestürzt und ich habe das nie so ganz verstanden und dann konnte man es irgendwann reproduzieren. Also tatsächlich versucht es zu vermeiden, mit der rechten Maustaste auf Items zu klicken. Ansonsten läuft das erstaunlich gut hier auf Windows 8. Also, Good Old Games hat mal wieder gute Arbeit geleistet. Muss man echt sagen, die sind da ja ganz gut dabei, diese alten Perlen auch heute auf die modernen Systeme hochzuhieven. So, nun machen wir uns auf zu einem Ort, den ihr noch gar nicht kennt. Und ich nicht genau mehr weiß, wo der ist, also haben wir ein bisschen was zu suchen. Irgendwo ganz da oben gibt es nämlich eine Schlucht. Da müssen wir als nächstes hin. Wir sind nämlich hier soweit fertig und versuchen nun das Gebiet zu verlassen. Und das geht über so eine Schlucht, die uns dann noch weiter in den Norden führt. Allerdings, das scheint sie auch schon zu sein. Ich kenne mich langsam echt aus. Gehe zu felsige Schlucht. Ja, sehr gut, machen wir, ne? So, hier sind wir auch schon. Oh, so ein kleiner Steinrutsch hier, aber es sieht nicht so schlimm aus. So, und jetzt können wir nämlich benutze das Seil. Ich glaube nicht, dass das von dieser Seite etwas nützt. Wir müssen erst ganz an den Rand gehen. Genau, dann springt Ock nämlich rüber. Ja, Ock sagt schon eher, weil er ist ja... Nun kommt! Worauf wartet ihr noch? Ich warte darauf, dass mir starke Beine und Hufe wachsen. Ja, was Springen angeht, wobei ein Fuchs müsste da locker rüberkommen, aber naja, egal. Wir benutzen nämlich jetzt das Seil mit ihm und dann klappt das. So, dann können wir da nämlich uns dran rüberklettern. Oh Gott, der dicke Ock jetzt. Ob das funktioniert? Mal schauen, ne? Los geht das. Auf geht's. Sag ich so. Nicht gleichzeitig, oder? Erstmal der Fuchs. Der kriegt das gut hin. Das sah elegant aus. Ork, wie sieht's? Oha. Oh, auch nicht schlecht. Dot Guide auch klar. Machst du fein, Junge. Sehr schön. Ja, dann geht das mal weiter. So, jetzt sind wir noch weiter im Norden. Und hier gibt es im Grunde nichts außer diesen Steak. Also gehen wir mal zu den Docks. Der Karte nach müsste es hier eine Fähre geben, die uns übersetzt. Das muss dieses alte Boot sein. Aber ich sehe niemanden, der es steuern könnte. Nee, sieht doch ziemlich schäbig aus. Dann fahren wir eben selbst damit. Ich versuchte es nicht, wenn ich ihr sei. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Was hattest du gesagt? Wenn ihr jenen Kanal überqueren wollt, dann solltet ihr besser mich befragen. Höflich. Du redest ein bisschen merkwürdig, aber wir werden dich mal befragen. Was ist das? Sieht aus wie ein Wolf. Reden wir mal mit alter Wolf, oder machen wir das mal? Wir sind auf einer Suche von großer Wichtigkeit und wären sehr dankbar, wenn du uns über diesen Kanal übersetzen könntest. Eure Suche heißet nichts und eure Dankbarkeit gar wenig. Wenn ihr diesen Kanal queren wollt, dann müsstet ihr zahlen meinen Preis. Wie hoch ist dein Preis? Ich frage dich nach viel. Gern nehme ich Juwelen. Gold wäre bestens. Jo. Habt ihr Gold bei euch? Wir sind schlecht sehr arme gerade. Reisende. Dann sei ich ein armer Fährmann und habe keinen Platz für euresgleichen auf diesem Boote. Mhm. Ja, ich habe damals, was habe ich denn versucht? Ich wollte ihm den Goldring geben, das hat halt nicht geklappt. Dann bin ich durch die Gegend gelatscht und habe irgendwann die Mine wieder entdeckt und mal gucken. Dann habe ich... Das kann nicht sein, ich muss wahrscheinlich hier was rauskriegen. Ich muss zugeben, ich habe dann mal in die Lösung geguckt, weil ich nicht gesehen habe, dass bei diesem grünen Kristall diese kleine Futzelecke ist, die man da ansprechen kann. Ne? Jetzt können wir ihm mal diesen grünen Kristall geben, damit ist er zufrieden. Wir brauchen mehr, um mich zu beeindrucken. Hm. Okay, er ist damit anscheinend nicht zufrieden, also brauchen wir, glaube ich, den Goldring wieder. Somit gehen wir von dem Wolf mal zurück. Seht ihr mal, ich hab sogar was vergessen. Also es ist doch wieder ein bisschen blind, aber ich habe mich jetzt gerade wieder erinnert. So ein Mist. Wir müssen nochmal zurück unseren alten Freund aufsuchen, den Händler. Die Maus, glaube ich, oder was auch immer das ist, ne? Geh zu felsige Schlucht. Ja, los. Achso, man läuft da jetzt so durch. Wir müssen die Animation uns nicht mehr angucken. Okay. Wir suchen jetzt einfach die nächstbeste Lichtung auf und hoffen, dass wir da auf ihn treffen. Das müsste eine hier sein. Da ist er auch schon. Und schnacken wir mit dem. Hallo. Heilas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Wissen wir doch schon, Heilas. Zeig mir mal, was du hast. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ich hätte gern den Wolfskopfring zurück. Ich glaube, das würde ihm gefallen. Ich würde gern Nadel und Faden gegen den Ring zurücktauschen.
mein Freund, ich wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich darauf eingehen würde. Nein, ich fürchte, so einem Geschäft kann ich nicht zustimmen. Er sieht auch schon so aus. Versuchen wir erstmal zu diskutieren. Das Leben ist auch eine Reihe von Auswahlen. Und wir können damit das Leben für die Leute um uns schwerer oder leichter machen. Bitte erspar mir deine Philosophie. Wenn du den Ring möchtest, dann gib mir die Goldstücke. Aber... Ock soll Kailas einschüchtern. Ja, das klingt nach einem Plan. Mach den mal ein bisschen Angst, dem Kleinen da. Ock, könntest du mal sehen, was du machen kannst, um unseren Freund hier zu überzeugen? Ich glaube nicht, dass du begreifst, wie wichtig Riff die Sache ist. Und ich hasse es, Riff unglücklich zu sehen. Ja. Schüttel den auch. Was ist da los? Da musst du dir aber schon etwas Besseres einfallen lassen. Du kannst mich nicht einschüchtern. Mal sehen, wie frech du noch bist, wenn du den Stahl meines... Was ist los? Vermisst du vielleicht ein Schwert? Vielleicht möchtest du ein Schwert kaufen. Ich habe ein Sonderangebot. Die Chance erkannt und genutzt. Okay, ich fürchte, er hat uns übervorteilt. Vergiss es. Ja. Aber... Das hat er gut gemacht. Ja, hast du deine Idee? Ja, vielleicht kannst du unseren Freund überzeugen. Mein Freund, ich repräsentiere den Waldkönig im südlichen Teil des Landes. Die Suche, auf der wir sind, liegt ihm sehr am Herzen. Und ich bin sicher, dass er... Bitte erspar mir dein Flehen. Ich handle nicht mit Versprechen, ich handle mit Bargeld. Aber... Ja, da weißt du Bescheid, ne? Dann bieten wir ihm doch mal unseren Kristall an. Sag mir, ist vielleicht dieser Kristall für dich von Wert? Nun, ja, in der Tat. Ich schluck erstmal, oh Gott. Also, sind wir im Geschäft? Ja, das sind wir. Der Ring gehört euch, zusammen mit meinem Wunsch, dass er euch Glück bringen möge. Ja, natürlich. So, ich sehe hier nichts mehr, was ich brauche, ne? Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Jo. Ich glaube, das wär's dann erstmal im Moment. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Ja, ne? Dir noch einen schönen Tag und zieh die Leute nicht immer so ab. Das ist nicht nett von dir, du. Also, ne? Egal. Gehen wir zurück zur Wildnis. So, dann können wir uns nun zurück auf zu dem Wolf machen und ihm erstmal den Ring unter die Nase reiben. Das wird wohl hoffentlich reichen. An Überzeugungskraft. Um den alten Herrn davon zu überzeugen, uns überzusetzen auf die nördliche Insel. Da, wo der Waschbär anscheinend lebt. Der pennt schon wieder. Was ist das denn hier? Ey, Wolf, aufwachen! Hier, ich hab hier was für dich. Diese Lumpen scheinen nicht zu reagieren. Dann reden wir erstmal mit ihm. Rede mit Lumpen. Fährmann, bist du hier? Natürlich sehe ich hier. Wo sonst sollte ich sein? Weiß nicht, was essen. Wolltet ihr übersetzen oder nur den Duft der lieblichen Seebrise erhaschen? Naja, wenn du da liest in deinen Lumpen, weiß ich nicht, wie doll das noch nach Seebrise riecht, ne? Ich hab hier was für dich. Guck mal, diesen Wolfsring. Dieser Ring reicht als Lohne. Ich nehm ihn und wir fahren ab. Ah, der ist gut. Er sei von gutem Gewichte. Und woher bekommtet ihr diesen? Das ist mal so unsere Sache, ne? Erkennst du ihn wieder? Wahrlich. Er verheißt nichts Gutes. Wir sind auf dem Wege. Lehne zurück, es wird dauern. Vielleicht kann ich euch Antworten geben. Kein Preis. Du erzählst uns etwas gratis? Das kann ich ja fast nicht glauben. Aber gut, bevor wir den Wolf nämlich jetzt ausquetschen, weil er einiges zu erzählen hat, ihr seht ja schon über den Ring, über die Wölfe, über die Nordinsel und so weiter, werden wir jetzt erstmal hier eine Break machen, weil der Part soweit zu Ende ist. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier mit Erben der Erde. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.